Und dann schreibt einer so, Tense, what temperature is your shower water? And I am stuck in Gold 3, but I know if I shower like you, I can climb. Und vorhin jemand geschrieben in dem Chat so, Tense, I have asthma, what should I do? Und jemand anders antwortet, why do you have asthma? Ich habe mir so, was ist das? Was ist für ein Chat? Darf ich nochmal Jungle? Achso, ja, ich würde sagen, wir machen wie eben, oder? Oder wollt ihr nochmal wechseln? Meinetwegen gerne. Okay, Leute, welchen Pick machen wir jetzt? Welchen Pick führen wir jetzt ad absurdum? Adesion. Oh, Adesion hätte ich auch mies Bock mal wieder drauf. Ja, das kann man nicht mehr verübeln, glaube ich. This is why I quit playing Valorant, because my silver players play like you. Ich liebe Valorant Community. Das ist einfach the best of both worlds von Riot Community und CS Community. Und Lukas ist halt auch Teil von beidem, deswegen weiß er das. Ja. Immer wenn ich League on-stream spiele, erinnert es mich daran, wie es damals war, ein Spiel zu spielen, in dem ich nicht wirklich gut bin und was die Kommentare so sind. Und dann vergleiche ich es damit, wie es ist, ein Spiel zu spielen, in dem ich gut bin. Es ist beides scheiße. Phil, weißt du, was wir noch spielen könnten? Pike Tarik. Oh, Pike ist leider raus. Aber weißt du, was witzig wäre? Imagine, ich spiele Nico und du spielst LeBlanc. Und wenn du low bist und dein Klon hast, verwandle ich mich in dich. Und dann haben wir viermal LeBlanc. Du spielst einen Champion, so wie Heimerdinger oder so, der mit den Drachen. Und ich spiele Vega, weil der hat einen Cage. Und ich nehme diesen Skin, wo es aussieht, als wären das diese Jurassic Park Cage-Stangen. Und dann sperren wir die Gegner ein. Ja, mach einfach, also ich passe mich an. Ne? Okay, ich spiele Jurassic Park. MF ist ja auch irgendwo ein Dinosaurier, würde ich sagen. Oder? Weil du könntest auch Anivia spielen, da können wir noch eine Wand setzen, wenn du Jurassic Anivia spielst. Dann, ja, 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 du siehst, wo ich hin will. Ey, ich glaube auch, dass Vega leider richtig scheiße gegen Ezreal ist. Aber dafür ist gegen Leona gut, also. Aber willst du jetzt wirklich den AD Carry spielen? Also ich habe halt schon Lust auf Miss Fortune. Ey, irgendwie. Ja, nee, schwierig. Nein, ist voll gut, weil ganz ehrlich, ich cage dir einfach und dann machst du Ult rein. Deswegen. Oder ja. Meine E. Und dann ist halt so ein Steinhagel in dem Cage drin. Ja, das ist praktisch das Cleanup-Team. Ich gebe einen Fick auf Passive Sion-Playstyle mit Glacial Argument. Das juckt mich nicht. Wir sind gut. Okay, let's go. Hein und Sion hat diesen komischen, coolen Sound, wenn man ultet. Das ist auch wichtig. Ihr werdet jetzt pure Zerstörung sehen. Ich habe keinen Cage geskillt auf Level 1. Ich habe Q geskillt. Invaden wir. Hast du jetzt schon geskillt? Ich würde Ich habe jetzt schon geskillt aus dem einfachen Grund, dass ich mir denke, ey, wir haben ja noch keine Dinos. Also wofür brauche ich einen Cage? Mhm. Aber ich habe ja schon meinen Kugelhagel. Ja, das ist so perfekt. Der läuft ja hier in seinen Tod. Der muss flashen doch. Ja. Hilfe, hinter mir! Hilfe! Ja, lass töten. Oh, da geht weiter. Ich bin sowas von drin. Ich will sterben, ich hab Passive. Oh, jetzt sind Vega ne? Ja, das wäre sick, ne? Kann auch Flash Q einfach, alles gut. Ja, okay. Dann müsst ihr halt auch alle. Obwohl, reicht das schon? Ja, komm. Ja. Oh, guck mal, der disrespected. Ah, der hat auch geflasht. Weiter, einfach. Der hat geflasht mir, Leona hinter uns. Leona. Leona. Nice. Leona. Ich komme weiter. Leona. Wundervoll. Nice. Hier unten stark. Einfach hervorragend. Super. Klasse. Einfach nach unten. Okay, doch nicht nach oben. Ich will mal einen leeren Redbuff starten. Weiß nicht, ob wir das machen sollten, Phil. Ja, also ja, Phil, das Ding ist, ich habe jetzt schon keine Wahl mehr. Nee, mit Mango würde ich das machen, tatsächlich. Guck mal, was macht ihr denn da? Hier ist halt eine Falle drin, ja. Ja, ich komme, ne? Also ich bin auf dem Weg. Aber halt gar nicht. Oh, der hat schon gesmited. Das ist deiner. Ja. Der ist hier, die hat wirklich gesmited. Das ist wirklich deiner. Darf nur nicht resetten. Oh, stark. Ist das schön. Warum spielst du Smite sein? Ich bin schon wieder. Das ist Adesion Jungle, das ist alles so Meta. Schon wieder. Ich will jetzt meinen Redbuff invaden, natürlich. Ich dachte, das ist Bart, ich war so verwirrt gerade. Achso, nee. Ich gebe jetzt einen dicken Haufen auf meinen Bluebuff und invade die direkt da hinten, während sie meinen Redbuff invaden. Stell dir mal vor, ich hätte meinen Cage geskillt eben, dann hätte ich viel weniger AP. Ja, vielleicht halt ein paar Kills mehr, aber ich denke, das AP da ist schon ein bisschen entscheidend. AP ist schon wichtig. Hast du Cage? Nicholas oder? Bart, du willst doch wieder eingeladen werden, oder? Du bist diesmal nicht derjenige, der einlädt. Das stimmt, ich wollte aber einfach mal im Namen von allen reden, so. Nicolas Cage hat gar mal, kein Business kann. Hier. Ja, aber hier kommt jetzt gleich ein Nidalee vorbei. Die war super low und war top. Getroffen. Hab einen Tower Hit getankt, mehr Tank. Ja, du bist so gut stark. In diesem Spiel, Bart. Hat das mal jemand gesagt? Du und ich in diesem Game. Es ist einfach. Wir sind es wirklich gerade. Diese Synergy. Ah, soll ich dir sagen, ich hätte mich auch für dich geopfert, ne? Aber ja, du bist ja rausgelaufen. Ja, aber weil ich nicht musste. Ach so, okay. Aber das sonst ist, hätte ich. Okay. Das ist natürlich immer, dann auch was anderes. Das ist immer wild, wie wenn Phil und ich zusammen spielen, sie einfach auf einmal. Also wir führen halt so einen krassen Dialog. Nein! Und warte, könnt ihr euch in 3 Sekunden unser erstes Game erinnern? Heute oder generell? Ja, also schon heute halt.
Ja, weil ich glaube, das wird jetzt so eins für halt für die Gegner halt. Uiuiui, ui, ui, der Damage, ne? Sunfire-Vorschlag. Bin so. Oh, Masa, ich komm. Nicht riskieren, nicht riskieren. Ah, ui. Nicht riskieren. Oh, guter Flash! Oh, mein Gott. Ich glaube, der TGP ist auf die Liga verstanden, wie Vega funktioniert. Welche Hilfe am Drake? Ja, nein, vielleicht. Ankreuzen, Zettel zurückgeben, bitte. Ich? Nee, ich bin weg. Nee, Botlane. War das ein vielleicht? Ja. Ja, also. Cool. Nee, Blesky, du bleibst bitte oben. Mana. Lass mal Botlane töten hier. Jeder muss jetzt aber auch ein bisschen aufpassen, ne? Ich glaube, die weiß, wie Vega funktioniert. Ja, wie unfair, die versteht ein Champion. Jetzt denkt sie, da hast kein Root und geht jetzt rein und dann komme ich aber und fahr die um. Der hat doch kein Energy. Okay, nein. Hat er geflasht? Ja, ja. Und gehealt auch. Aber wie klingt das Teil? Er ist cool, oder? Ach, das ist so unlucky, dass die auch nirgendwo da drin erwischt wird. Ich hab noch eine Sekunde Cooldown. Oh, den Stack nehme ich. Gar nichts. Botlane macht so viel Spaß. Ich treffe keine Champions. Du kannst meine Krabbe machen, vielleicht geht das doch auf. Ja. Hier kommt noch ein Niederli, das ist spannend. Same. 70 Gold, also war auch ein Assist, okay. Bin hier, falls jetzt reingeht. Obwohl, die hat keine Energy, einfach rein jetzt. Ach so. Das glaubst du wirklich, dass das was wird hier, ja? Ich bin auch schon irgendwie low life. Ist okay, ist okay. Ich hab jetzt wieder Ult ab, ne? Mach mal so einen Stun, Ult, oder? Was hältst du davon? Ich will da nicht reinulten, das ist nicht gut. Ja, gut. Oh, ich will da doch reinulten. Oh, die ist so greedy auf dich. Wusste ich's. Sehr schön! Können wir die töten hier? Ja, guck mal. Ich komme auch. Oh. Oh, schade, ne? Wenn du Lust hast, wir können dann Lobster Pincher fahren. Masat kommt auch. Klassischer Lobster. Wir haben keine Ulti, aber wir kommen. Da ist er wieder. Ja, die haben halt keine Chance. Nein. Hier ist ja kein Tower mehr. What the fuck? Da ist gar nichts mehr. Ja, hier ist gar nichts mehr. Wir sind fertig mit dem Game schon. Guck mal, der hier? Ja, Frechheit. Da geht eine Menge vorbei. Absolute Frechheit, dass da jetzt keiner stirbt. Ich bin so nicht Teil von diesem Spiel. Es pisst mich an. Was ist denn für eine Lane? Ja, keine Sorge. Akali kommt gleich zu dir oder so. Akali ist Alarm. Durch. Oh. Nervig. Oh nein. Was Alarm? Alarm? Euch was so? Könnt ihr da was machen gegen die? Ja, so ein bisschen. Aber auch nicht so wirklich. Oh, shit. Ey, ihr seid so gut, ne? Es ist so schön. Schade, dass kein Knockup war, aber es ist trotzdem geil. Oh, schön. Masa, oh, Masa, das war so gut. Oh, Masa. Oh. Renn! Run, you fool! Oh, nein! So close. Das war so schön gespaced. Ich hab gleich Passive einfach. Und so. War richtig nice. Ach, wow. Das war ein bisschen zu spät für die Passive. Komm, ich komm. Na, alles gut. Ping, wo sie ist? Weiß ich nicht. Heise, warum nicht? Da ist sie. Oh, kannst den Tower noch zerstören, warte, ich helfe dir. Nein! Das ist ja. Nein, ich will nicht, dass du mir hilfst. Ich hab meine, ach, die haben, ach so. Ja, die haben ja das bei Ulti rausgenommen, dass die keinen Schaden mehr an Tauern macht, ne? Ja, ja, das ist. Och, Baus, why? Geil, das ist ein großer Disengage. Helf euch. Oh, nevermind, unser Toplaner ist da. Der 6-0 Toplaner, jetzt geht's los. Wo läuft die jetzt hin? Keine Ahnung. Da läuft sie hin. Oh. Aha. Ist auf jeden Fall 3 Stunden gestunt. Wie, was machst du da unten alleine? Hi. Kannst du doch nicht so weit nach vorne. Hi. Das kann er sehr wohl, das siehst du doch. Ich mach das halt aber auch gerne hier. Eben. Räumt jemand eben mal die Küche auf? Irgendwer räumt gerade Geschirrspüler aus. Ach so. Das hört man. Upsi. Hey, alles gut. Ich komm noch nach Kali von oben. Wenn ihr das Spiel zu spielen nicht reicht und du unbedingt Multitasking. Ja, nebenbei. So, ich bin gleich da, oh, hinter mir ist der Kali. Ihr tötet die einfach nochmal, ne? Das war eine extrem schöne Q. Die wird mich töten. Schade. Ich hab gar nicht hingeguckt, ne? Verdient. Ich hab nebenbei Geschirr abgeräumt einfach. Ey, ich komm da nicht ran! Niederli kommt soll. Oh mein Gott, wie viel Damage macht deine Q? Komm her, Niederli, ich bin interessiert. Ah. Oh, schön. Können wir den Drachen? Ja, das hat Sinn ergeben. Okay, dann nicht. Dann. Hier kommt noch ein GB, genau. Oh, schau. Wir sehen nicht, ob sie kommt, aber ich glaube, ich habe was getan. Oh. Help. Ich bin auf dem Weg. Ich würde richtig gerne mitmachen. Ich sehe gar nichts, ne? Ihr müsst bedenken, ich bin rangezoomt. Die sind eh also schon, alles, die sind schon wieder einfach nur im Weglaufen. Ich habe mad Bock reinzugehen für passive so. Passive Gaming. Okay, da war eine Lücke. Ich bin auf dem Weg dahin.
Ja, gefällt mir. Warte, wie lange brauchst du für einen Drachen, wenn du den nur autodeckst? Lange. Ist ja praktisch auch ein Dino, ne? Müsste ich ja eigentlich stark gegen sein. Ja, also fast halt irgendwie. Aber ich also glaube, ich schaffe den nicht mal ansatz. Drache so in der Lore, ein Dino ist dann lasse ich den mal, ne? Drache ist ein Dino, ja? Da sollen sich die Spezialisten auf jeden Fall drum kümmern. Genau. Finde ich auch schwierig, die Aussage. Drache ist ein Dino. Ich habe gesagt, fast wie, und das liegt auch nur daran, dass in unserem Park Nachforschungen angestellt werden, wie wir einen T-Rex so umzichten können, dass der Flügel hat und wir den dann als Drache verkaufen quasi ein Dino. Haben T-Rex nicht quasi Flügel, halt nur so unterentwickelte? Ja, das sind die Arme dann, ja. I mean, T-Rex are basically chicken, but big richtig, and dangerous. Richtig. Und deswegen dachte ich mir, warum kreuzt er nicht einfach einen T-Rex mit einem Chicken? Aber es hat irgendwie nicht so gut funktioniert, tatsächlich. So, ich würde jetzt gerne Bauspecial machen, aber Bauspecial wurde rausgepatcht, deswegen müssen wir jetzt einfach normal spielen. Also kann es halt trotzdem machen, ne? Macht halt nur so 10 Damage oder so pro Tower. Ja, genau, das ist halt dann das Problem dabei irgendwie. So, die Frage ist, wie hart ulte ich jetzt in den Fountain? Ja, wo fliegt sie denn wieder hin? Oh mein Gott, war ja actually gut von ihr. Ja. Ja. Jetzt kann ich aber nicht mehr in Fountain ulten, das macht mich ein bisschen traurig. Wir können einfach warten halt, lange warten. Okay, und dann? Ja, und dann ultest du rein. Ich wieder, ach so, ja, das ist natürlich vernünftig, danke. Jetzt wird's ja hier aber frech, ne? Das ist wirklich frech. Seine Barrel Combos sind der Shit, ey. Oh! Jeez! Warte, du bist toxic. GG. Wir haben Flex ein bisschen outmatched gerade, glaube ich. Aber auch erst nach den ersten zwei Games. Ja. Das war schön. Wir mussten uns warm spielen dann irgendwie. Guck mal, ich habe ein S bekommen. The Jukes. Lane Domination. Das war auch kein schnelles, aber es war ein einseitiges. Joa, also es ging schon, oder? 19 also Minuten? Schon noch irgendwie. Ach, waren das nur 19? Okay, das kam mir länger vor, muss ich sagen. Nee, das waren 19 Minuten 58 Sekunden. Es war schon zügig. Okay. Ja, hat Spaß gemacht. Waren lustige Runden. Na, Mazat? Jo. Super. Danke, dass du durchgehalten hast. Nee, war echt cool. Alles gut, war Spaß. Danke, dass ihr mitgespielt habt, aber ich muss weg jetzt. Alles klar. Alles gut. Okay. Gehen Sie. Hey, viel Spaß, wo immer du hingehst, ne? Ja, Baden-Württemberg. Oh mein Gott. Wirklich? Nee. Wirklich? Nein, warum denn? Weil hätte ja sein können, dass du jetzt noch nach Baden-Württemberg musst. Ja, echt sein muss ich nicht, muss ich nicht. Okay, dann halt nicht. Dann trotzdem viel Spaß. Nächstes Mal vielleicht, ja. Okay. Tschüss. Okay. Tschüss. Ciao. Good night. Bye-bye. Ja, das waren ein paar Runden Flex-Q, ne? Schon krass.